Dankeschön. Ciao. Ups, so. Und rein da. Ich glaube nicht, dass ich spielen darf, leider. Ich treffe gar nichts aktuell. Gibt's noch irgendwas, was ich hier machen kann? Diese Tür, die die auf, okay, dann nicht. Dann bin ich hier durch. Das ist ein Feuerlöscher. Sicherheit finde ich gut. Sehr gut. Sicherheit geht vor. Sie sind böse, aber sie sind keine Monster. Das war ein komisches Gefühl, gerade zu laufen. Ich habe gerade mit einem Silphscope kann man also schauen, sogar Gespenster. Kann man das? Hypno! Das wäre auch ein cooles Games-Pokémon statt. Aber ich habe Kadabra schon, von daher. Ist jetzt nicht mehr notwendig, das zu haben. Unlicht. Du bist aber Gift, ne? Du bist Giftflug. Du hast Unlicht. Hast nicht bei. Bist du so. Nee, du hast Bodycheck nur. Käfer! Das ist kein Käferattacke. Oh Gott! Alles ist schrecklich gerade hier. Du hast Nachtnebel, das ist okay. Nämlich Nachtnebel halt. Wesen der Attacke, die auch Schaden machen wird. Ich weiß nicht, wie viel das macht, wesentlich etwas Schaden. Au, das hat weh. Ich habe mir auf den Finger gebissen ausgesehen. Wie viel macht meins? Hypno macht Hypnose, ha. Wer hätte das kommen gesehen? Lass mich raten, Traumfresser? Wahrscheinlich. Ne, Ziehstrahl, okay. Ich hätte erwartet, es kommt Traumfresser. Hätte ich echt erwartet. Spannend. Obwohl ich nicht weiß, ob Traumfresser damals schon existierte. Kann auch sein, dass es damals noch gar keinen Traumfresser gab. Will ich jetzt nicht verneinen. Ja, du schaffst das. Ich glaube nicht, du schaffst das. Los, Vincent! Du schaffst das! Mach's, beende es! Oh nein. Sorry, Vincent. Ich habe nicht geglaubt. Bis zum Schluss. Leider war mein Glaube nicht genug. Tut mir leid. I'm sorry. Bist schneller, oder? Bist schnell. Muss echt schnell sein. Hat Hypno. Kannst du es beenden mit einem Low Level. Mit Biss. Ich würde einfach nur gerne Kapador von loswerden, weil es ist einfach eine Runde, die ich verliere, weil ich tauschen muss. Oder es besiegen lasse. Was auch nicht der Plan dahinter ist. Oh. Was? Oh nein. Oh nein. Was passiert hier gerade? Warte. Ich gehe jetzt hier hoch. Gehst du oben lang. Ha, Pokéball. Go. Ein Nugget. Nugget. Nugget of Friendship. Nugget. Okay. Jetzt muss ich hier lang und dann da runter. Die Frage ist, was genau suche ich jetzt überhaupt? Oh. Pikachu? Geh weg. Was willst du von mir? Okay, da halte ich auch nochmal an. Sehr gut. Erholung. Jetzt muss ich da lang. Und muss ich gucken. Okay, da lande ich dort. Da will ich nicht hin eigentlich. Jetzt gehe ich da hin. Lauf jetzt hier runter. Halte da an. Und halte dort an. Und komm da durch. Und jetzt weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Das ist einfach nur ein Bonusteil hier, wo ich Items kriegen kann. Weil genau so fühlt es sich aktuell an. Ich glaube, die Antwort ist ja, es ist ein Bonusteil hier nur. Es sei denn, hier unten ist irgendwas.
Da muss ich hin. Ah, okay. Das ist der Ausgang. Aha, ich muss hier lang sogar. Gut zu wissen. Ach, hier ist der, ich brauche einen Schlüssel. Und der richtige Schlüssel scheint sich hier die Kleinste zu tun. Okay, ich brauche einen Schlüssel, gut zu wissen. Den habe ich nicht, ne? Schlüssel? Nein. Nein. Kein Schlüssel. Ich kann mal kurz mein Team wieder beleben. Zumindest die ich brauche. Mein eins Pokémon dort. Wenn ich schon mal hier bin und mich heilen kann, warum nicht, ne? Okay, lass mal kämpfen. Hallo. Was bist du denn hier? wer hat das Kind reingelassen? Was? Und so, hallo. Hallo, ich bin auch hier. Okay, und warum? Warum? Stell dir vor, du dazu arbeiten und jeden Tag durchzumessen. Oh Gott. Ich meine, irgendwann hast du wahrscheinlich drauf. Das muss er zumindest. Ich glaube, was mich nerven würde, wäre das Drehen. Alles klar, zur Arbeit. Wow! Warte, geht das? Kurz. Hey, Jerry. Ja, ein neuer Tag, neues Spiel. Okay, fangen wir an. Wow! Nein, nicht schon wieder. Oh nein. Okay, jetzt muss ich da lang gehen. Ich will noch einen Tag kündigen. Komplett, sofort. Ich will direkt raus. Und du drehst nicht lang, drehst dich verdammt schnell. Das ist eine sehr schnelle Drehung, die du machst. Ich weiß nicht wie viel, aber es war übertrieben viel. Warum auch die Drehung? Warum? Warum muss man sich drehen dabei? Warum ist das wichtig? Man kann einfach geradeaus gehen. Einfach wow machen und nicht wow. Ich glaube, es ist ein Risiko, das man kennt. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ein Arbeitsunfall wäre es, wenn du dich drehst und dann nicht auf diesen Stopp-Plattformen anhältst, sondern weiter drehst. Ich glaube, das ist dein Arbeitsunfall. Oder wenn du aufgrund der Drehung stürzt. Das kann auch ein Arbeitsunfall sein. Ich weiß nicht, ob Übergeben schon als Unfall zählt dann. Ich glaube, das ist einfach nur ein Arbeitsrisiko, das du kennst und das du akzeptieren musst. Hallo. Eindringlich gesichtet. Mit wem sagst du das hier? Hier ist eine Person und zwar der da. Und der ist besiegt worden. Gattern wäre auch cool, wie das Pokémon in meinem Team muss sagen. Aber nie gesehen bisher. Würde ich gern haben, Gattern. Aber ich habe schon Gift jetzt mit Golbat. Obwohl Gobbert ist bald raus. Wenn Gobbert rauskommt, kann ich Rettern sehen. Bin ich ehrlich. Bewerbungsgespräch. Haben Sie einen starken Mann? Setzen Sie sich bitte. Stört es Sie, wenn ich das mache? Geht. Perfekt. Sie haben den Job. Vielen Dank. Ich bin hier. Ich bin hier. Hier vorne bin ich. Wo? Ja, danke. Sie haben einen Job. Ich frage mich echt, wo ich den Rettern finde. Ich habe es bisher nicht gesehen. Ich hätte gedacht, es würde im Gras rumlaufen. Irgendwie. Au. Sie strahlt. Das sollte Schaden machen wegen Gift. Ja. So ein paar Typen kenne ich. Psycho. Den kenne ich. Ich glaube, Psycho ist der einzige Typ, den ich kenne. Von Stärken und Schwächen her. Wortwörtlich. Arrbk. Arrbk. Ich bin schneller als Arrbk. Reicht das, die Frage? Weiter so. Yay! Oh nein. Das ist okay. Das ist nicht okay. Das macht überraschend mehr Schaden, als ich dachte. Ich
nutze die Chance mal kurz zu resetten. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß, ob es asynchron wird. Oder mir so vorkommt, weil ich halt diesen Lag hinterher habe. Weil ich halt am PC sitze und das aufnehme. Ich weiß nicht, was von beiden ist, aber eins von beiden ist es. Sag mal, falls es für euch ein bisschen asynchron wirkt. Weil für mich wirkt es irgendwie asynchron. Ich kann mich auch komplett irren. Das ist aber nur ein Sichtfehler, den ich sehe. Das war spannend. Sehr gut. Yay! Oh Mann, keine Chance. Ich meine, du hast Dunkelnebel benutzt. Dann hast du keine Chance, richtig. Und wo ist jetzt der Schlüssel? Ist der im Zimmer irgendwo? Oder muss ich noch woanders hinlaufen? Ach, warte, gab es immer noch einen Weg? Die ich hätte. War eine Treppe? Nö. Doch. Okay. Okay, gut. Dann liegt es vielleicht wirklich einfach nur an dem Fakt, dass ich gucke, dass ich hier am PC sitze. Wenn das so ist, dann brauche ich mich hier nicht drum kümmern, dass es nicht synchron ist. Dann geht's ja noch. Okay, Kadabra, ich brauche dich wieder mal. Also hole ich dich zurück. Danke. Endlich kann ich Beleber benutzen. Ich hatte so viel davon gehabt. Und endlich haben sie einen Nutzen. Hurra. Okay, da ist ein Pokéball. Sieh an, unsere kleine Eindringling. Unsere Leute oben haben schon gemeldet, dass du bald hier reinschneiden würdest. Also die wussten, dass sie verlieren werden? Hier ist ein Kind. Ja und? Es kommt nach unten durch. Was? Wie schlecht seid ihr eigentlich? Wir können es nicht aufhalten. Es ist ein Kind. Macht es fertig. Wir sind zu schwach. Oh, das war gerade ein schwarzer Bildschirm. Die waren so, wir haben keine Chance gegen dich. Das wissen wir jetzt schon, wir haben keine Chance gegen dich. Du wirst durchkommen, ich weiß es. Traurig irgendwie. Oh, Sternschlauch. Bin dran mit, Zischral. Wie schnell hast du? Ja. Reicht es? Und Volltreffer auch noch. Jesus Christ. Vincent. Du willst auch richtig angeben jetzt, ne? Fritz, es tut mir auch leid. Noch habe ich keinen Platz für dich im Team. Ich bin ein kleines Kind. Ich bin, keine Ahnung, 14? Nicht mal 12? 10? 10, 11, 12 oder so? Ich gewinne gegen alle hier? Ich meine, fairerweise, sie haben nur ein Pokémon jeweils fast. Von daher. Da ist ein Pokéball drin, okay. Oh nein, ich doch ein Rätsel. Nein. Oh, Pokéball. Unbeliebbar, den nehme ich. Ui, nochmal im Kreis drehen. Kann ich hier wohl mit Arcanio durchlaufen? Oder ich glaube nicht, dass er es darf. Ich glaube, Arcani darf ich hier nicht benutzen. Würde mich wundern, wenn ich hier rumreiten darf. Nee, okay, gut, dann mache ich das so. Warte mal gucken. Wenn ich da angehe, halte ich an und kann den Pokéball direkt holen. Ein Sonderbonbon. Das ist okay, nehme ich. So, mal gucken. Da halte ich an. Da halte ich auch an. Da halte ich auch an. Okay, ich da. Und gehe jetzt oben rüber. Und gehe da lang. Und runter. Und da lang. Zu dem Ding hin. Ein Kapsel X-Tempo. Dankeschön. Jetzt überlegen. Wenn ich darauf gehe. Ich muss darauf gehen sogar. Weil sonst gehe ich nach oben. Das war jetzt kein richtiges Rätsel. Es wäre besser für dich, wenn du dich Team Rocket nicht in den Weg stellen würdest. Irgendwie glaube ich das nicht. Ich glaube deinen Worten aktuell nicht, Kumpel. Du hast einen Rettern. Ratzfatz, okay. Auch R. Du hast sehr viel R-Pokémon. Rettern. Ratzfatz, radikal. Gibt es noch mehr R-Pokémon? Raupi. Wo ist Raupi? Wo ist Raupi? Das wäre doch mal was für euch. Kleines Raupi. Es wäre verdammt witzig zu sehen, wenn ihr mit Raupis rumlaufen würdet. Wäre es gruselig? Nein. Wäre es witzig? Ja. Und wie? Also, auf jeden Fall. Ich würde es feiern, persönlich.
Ich würde es persönlich sehr feiern, wenn ihr Raupis hättet. Ey, Level 29, nice. Wie viel Leben kriegt das so? Ein Leben wahrscheinlich? Ein HP? 3 HP! Und 13 Tiere. Plus 1, also 4. Mein Arcani ist stark. Lass mich raten, das nutzt Finale. Ja, Flammenwurf. Ich sag, wenn es nicht überlebt, nutzt Finale. Wenn es überlebt. Das ist egal, es überlebt nicht. Ich glaube, ich habe meinen Endgame-Container gefunden. Ich versuche nicht mehr Orange auszutauschen. Das wäre eine große Schande, wenn ich Orange verlieren würde. Das wäre sehr traurig. Egal durch was. Ich darf Orange nicht verlieren. Oh, Pokébälle. Warte, Schlüssel? Überschrank. Ich glaube, das da oben ist der Schlüssel. Da steht man vor. Na gut. Flaschen AP Plus. Okay, ist das etwas? Ja, kann man nehmen, kann man nehmen. Darf ich das, darf ich den haben? Darf ich den Ball haben? Ne? Okay. Oh, du kannst den Aufzug nicht benutzen, so ein Pech aber auch. Tut mir leid, dir das mitteilen zu müssen. Den Aufzugschlüssel habe ich. Und ich bin unbesiegbar. Lass mich raten, du hast einen Smogmog, du hast einen Smogon und einen Ratzfratz. Radikal. Slimer. Oh, was Neues. Nicht unbedingt besser, aber neu. Oh nein, was mache ich gegen Gift? Ich habe nur ein Psycho-Pokémon, das stark gegen Gift ist. Ah, was soll ich bloß tun? Hm. Oh, weh mir. Was soll ich jetzt nur machen? Ja. Ich bin sicher, ich werde gewinnen irgendwie. Oh nein, es erhöht seine Verteidigung. Gut, dass ich... Hallo? Oh, ist leer. Okay. Anderer Controller. Oh, warte. Oh, das fühlt sich komisch an. Nee, das mache ich nicht. So. Oh, das fühlt sich komisch an gerade. Oh, das Gefühl mag ich nicht. Das Gefühl gefällt meiner Hand nicht. Sorry. Ich hatte kurz gerade das Ding benutzt. Ich steck später rein. Ah, mein schöner Aufzugschlüssel. Ich darf ihn nicht verlieren. Ja, du denkst, du hast gewonnen. Falsch gedacht, jetzt kommt mein Plan B. Ich renne weg. Das war ein Scherz. Er rennt wirklich weg. Gibt's doch gar nicht. Und hepp. Oh. Du gemeiner Typ, du. Und diesen Schlüssel kommst du nie bis zum Zimmer des Bosses. Hol ihn dir doch, wenn du kannst. Wie hole ich mir den jetzt am besten? Ich meine, wahrscheinlich irgendwie da drauf kommen? Aber wie? Okay, das wird spannend. Wie komme ich da ran? Du kommst nicht ran. Achso! Pikachu? Vielleicht schafft dieser TM-Sklave nach oben zu kommen. Vielleicht dort? Vielleicht irgendwo die Boxen oder so nutzen? Wie sollte Ems, glaube ich, da hochkommen? Okay, ich bin gespannt. Achso, falschen Knopf benutzt die ganze Zeit. Aber wie? Ist der irgendwo eine Aktion, die ich nutzen muss? Ich bin konfuselt. Jetzt kommt garantiert niemand an den Aufschlüssel ran. Zumindest solange du nicht die Wände hochklären kannst.
Dein Pokémon sieht ziemlich leicht für sie aus. Oh, Lüftungsschacht. 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 Vielleicht gibt es ja irgendwo etwas, auf das du steigen kannst. Dann war ich doch richtig hiermit. Dieser Karton ist viel zu schwer zum Tragen. Den Stuhl kann ich mich stellen. Ah. Und hopp! Mega Pikachu! Okay. Los, mach dich nützlich. Ergattere mit Hilfe deines Partners den Schlüssel, den die Gruppe weggeworfen hat. Oh, darf ich jetzt Pikachu spielen? Oh mein Gott, ich bin hier im Sklave. Oh mein Gott, ich spiele Thermsklave. Mein Leben hat einen Sinn. Ah, dummsch. Oh mein Gott, wie cool. Du bist so clever. Du bist so smart. Yay. Sag mal, hast du das eben auch gehört? Ja, da war ein Magrys Geräusch. Hat sich hier etwa jemand angeschlichen? Mika. Miau. Oh, falscher Alarm. Das war doch vorhin nur Mautis Magen. Jag uns nicht mehr so ein Schrecken ein. Giovanni's Dubelikat ist echt wahnsinnig toll. Oh ja, wie es einen Gegner mit Mogelieb garantiert zurückschrecken lässt. Einfach genial. Haben wir Tipps? James, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Mein Rattan hat sich entwickelt. Wow, Glückwunsch, Jesse. Wo wir gerade dabei sind, mein Smogger hat sich auch entwickelt, und zwar zu Smogmog. Du kennst doch Atlas, den Typ aus dem Verstand, oder? Neulich ist mir auf den Gang sein widerliches Golbert entgegengeflogen. Könnte es nicht einmal die Klappe zumachen, wenn es an einem vorbeifliegt hat? Aber hallo, dieser Atlas hat übrigens auch ein Smogmog. Der Typ versucht eindeutig, mich nachzumachen. Das ist sowas von einfallslos. Warum stehen die so öde? Öde als öde. Oberöde. Das war's, glaube ich. Ja, okay. Cool. Haben ein paar Tipps bekommen. Also zurück zum... Nee. Achso, so. Es fühlt sich so komisch an, mit zu spielen. Weil A jetzt da ist. Und ich bin das nicht gewohnt. Ah, ich mag's nicht. Ah! Bin davon kein Fan. Achso, ich kann einfach zurückgehen irgendwie. Ah, okay, gut. Abgezogen. Und heilen wir gut. Ja, eine Heilung wäre gut, ja. Einmal zum Prozenter gehen vielleicht. Ich meine, ich bin eh in der Nähe, von daher. Ach, jetzt sind sie weg. Guck mal, jetzt sind sie weg. Und nicht mal die Stühle rangeschoben. Was für wahnsinnige Bösewichte. Werden ihrem Namen komplett gerecht. Echt halt. Das fühlt sich komisch an. Ich spiele damit weiter. Oh Gott, das fühlt sich so doof an. Ich merke meine schwache Hand. Gott. Ah, mein Ohr. Ich merke mein schwaches Ohr. Ich merke mein schwaches alles. Ah. Dankeschön. Kann ich wohl mit Gardos über Wasser schwimmen, wenn es Gardos wäre, weil es ein Fisch ist? Wahrscheinlich nicht. Du. Wäre mal kurz zu wissen, also ich würde gerne noch Gardos haben, auf jeden Fall. Vielleicht mache ich es echt und wirklich einfach Gardos jetzt gleich. Nächstes Mal. Dann habe ich zwar rot frei, aber rot kann ich recht schnell wieder kriegen, habe ich das Gefühl. Komme ich hier weiter? Ja, der Aufzug ist hier, oder nicht? Ach, komme ich nicht, weil die Tür dazu ist. Ach, ich Trottel. Rotes Pokémon. Was ist rot? Das ist eine gute Frage. Was ist rot? Bei rot klingt aktuell nicht so viel. Wo muss ich hin? Hier muss ich lang, oder? Ja.
Oh nein, jetzt muss ich den Weg befinden. Oh, ich drehe durch. So. Oh Gott, ich kann nicht laufen, ey. Duflor, weiß ich nicht. Duflor ist für mich nicht wirklich rot, oder? Ich finde die Blume von Duflor ist eher orangelich? Braun? Ich kann mal Duflor mal angucken, kurz. Ich kann mal Duflor angucken. Duflor. Da. Mirapla. Ist das rot? Das ist rot. Das ist nicht rot. Das ist braun und orange. Also orange, ja. Aber rot ist es nicht. Das ist rot. Nee, das ist orange. Also da muss ich sagen, das ist orange. Duflor ist orange an sich. Deswegen kann ich Mirapla nicht nicht entwickeln am Ende. Das bringt nichts. Das geht nicht. Ich bin falsch gelaufen. Ja. Yep. Ich muss also... Mirapla kann nur zu... Ich kann Mirapla nicht entwickeln. Ich muss Mirapla irgendwann aufgeben. Weil wenn ich es entwickle, ist Akani weg. Ich will Akani behalten. Das heißt, ich muss Mirapla aufgeben irgendwann. Wann ist die Frage? Wenn ich was Grünes finde. Ja. Wann wird das sein, ist die andere Frage. Das kann nämlich dauern. Ich weiß nicht, wo ich gerade lang laufe. Muss ich hin? Da muss ich lang. Und jetzt? Da. So, jetzt kommt die Frage. Okay, warte. Wenn ich Duflor, wenn ich Mirapla austausche, dann habe ich Grün frei. Dann packe ich bei Grün was rein. Da habe ich noch Rot frei. Und dort könnte ich dann reinpacken... Flamara? Wenn ich Flamara so fangen kann. Oder Elektroball. Oder Voltoball. Alles drei Möglichkeiten existieren. Okay, ich muss da oben lang. Ich glaube aber, ich... Okay. Ich meine, Mirapla hat ausgedient an sich. Es gibt keine Trainer mehr, wo Mirapla helfen kann. Nee, gibt's nicht mehr. Wasser war es hilfreich, hätte es hilfreich sein können und war es hilfreich. So wie in Elektro. Gift ist es neutral. Das heißt, Gift könnte es helfen, wenn es möchte, aber muss nicht sein. Für Gift habe ich Vincent. Und ich hoffe dann, für Psycho hätte ich Geist oder Käfer. Sichler wäre echt gut. Sichler ist nämlich Käfer. Sichler wäre richtig gut. Ich muss mal gucken, wo ich Sichler finde. Weil Sichler würde ich gern haben. Dann habe ich, hab ich auch mehrere Typen nicht doppelt. Das ist ganz gut. Weil aktuell habe ich zwar keinen Typen doppelt, außer Flug, glaube ich. Aber es wäre schon cooler, wenn es ein bisschen anders wäre. Wir gucken mal. Aktuell läuft alles gut, von daher kann ich mich gerade nicht beschweren. Aktuell läuft alles sehr gut. Vor allem mit Akani. Der macht einen guten Job. Den will ich auch sehr, sehr ungern verlieren. Also, ich bin sehr froh, dass es kaum Orangensprung gibt in der freien Natur. Hoppla, während des Kampfes muss ich sich die Tür irgendwie geöffnet haben. Ha, irgendwie ist das passiert. Spannend.